Hallo ihr Lieben und willkommen zum Update für den April. Ja, diesen Monat kamen auch wieder einige Sachen dazu und ja, ich dachte eigentlich sogar, es würde ein bisschen später kommen, weil die Karls-Neuheiten eigentlich sogar für 2. Mai angekündigt waren. Aber die kamen jetzt doch schon früher raus, was ich cool fand. Und ja, dann fangen wir mal gleich an, wie immer mit Tokyo Pop. Und ja, da haben wir den 3. Band von Platinum End. Wieder wirklich sehr hübsch. Ich mag ja immer dieses Glitzern hier drauf und ja, diesmal war nichts dabei. Zeige ich auch mal noch das Backcover. Mir ist nämlich auch gefallen, ich zeige nicht immer die Backcover. Naja, jedenfalls ist in dem Band hier ein neuer Charakter aufgetaucht. Also eigentlich auch schon am Ende des letzten Bandes, wie man hier sieht. Wo habe ich denn hier ein Bild von jemand Schönes? Ja, ich muss sagen, ich mag den Charakter hier sehr gerne. Also es kam auch was zu seiner Vergangenheit raus. Halt, man hat halt, ja, kennengelernt, wer halt so ist. Und ich muss sagen, ich mag seine Background-Story an sich ganz gerne. Ist natürlich recht traurig, aber fand ich sehr interessant. Und ja, die haben sich jetzt quasi so zusammengeschlossen. Und ja, ich fand es cool, was sie halt so abgesprochen haben miteinander, was sie da so unternehmen wollen. Und es kam auch nochmal ein bisschen mehr über die Enge raus, halt, wen es noch so alles gibt und so. Und ja, dann ist auch eine neue Gegnerin quasi auf dem Plan aufgetaucht. An sich mochte sie natürlich nicht, wegen den Sachen, die sie so getan hat. Aber ich fand das Charakterdesign und so ganz cool, also wie so dargestellt wurde. Und ja, das war recht spannend. Und man hat dann halt auch mehr über den eigentlichen Gegenspieler, ihn hier auf dem Cover, mehr herausbekommen. Also man hat so ein bisschen aus seinem Alltag gesehen und so. Und halt einfach so, wer er so ist. Und auch so ein bisschen, warum er die Sachen tut, die er tut. Also er scheint da noch so einen Hintergedanken quasi zu haben, was, ich glaube, mit seiner Schwester war das zusammenhängt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es seine Schwester war, ich glaube schon. Und ja, da bin ich auch noch gespannt, was dann da noch so drüber rauskommt. Und ja, allgemein fand ich den Band wieder sehr spannend gemacht. Also gefällt mir alles so an sich schon sehr gut. Und natürlich, die Zeichnungen sind wunderschön. Und ja, ich finde allerdings, sie hier könnte noch ein bisschen mehr Charakter vertragen. Ich weiß nicht, sie ist immer so am Rande dabei, aber hat jetzt an sich noch nicht so gemacht. Ich denke, es kommt vielleicht noch, aber ich finde halt auf jeden Fall, sie könnte da noch ein bisschen, ja, mehr Eigencharakter haben. Oder ich weiß noch nicht so ganz, wo ihre Rolle in der Serie jetzt so Platz findet. Und ja, es hat dann auch wieder mit einem Cliffhanger geendet, halt mit einem angefangenen Kampf quasi. Und ja, bin gespannt, wie es da weitergeht. Dann kam endlich mal raus Ein Fremder im Frühlingswind, Band 2. Ja, hat ja jetzt recht lange gedauert. Aber nach Band 1 hier ist auch eine Postkarte dabei. Die fand ich wirklich sehr, sehr schön. Ja, sehr nice. Ja. Also hat mich sehr gefreut, dass der jetzt endlich mal rausgekommen ist. Ich mag den Manga ja sehr gerne. Und der hatte ja auch im letzten Band recht interessant aufgehört mit dem kleinen Bruder von ihm hier. Und ich fand allgemein die ganzen Szenen mit dem Bruder in dem Band sehr lustig und hat mir gefallen. Und ja, an sich kann ich jetzt nicht so viel sagen. Es ist jetzt nicht so mega viel passiert. Es ist ja Boys Love. Also ich mag so die Atmosphäre von dem Manga einfach sehr gerne, wie die Witze so untergebracht werden und generell die Charaktere und ja, einfach so die Atmosphäre. Den Zeichenstil auch, also der trägt halt auch sehr viel dazu bei. Und ja, ich weiß nicht, ich mag den einfach super gerne und gefällt mir sehr, sehr gut. Freue mich auf den nächsten Band, wann auch immer der dann rauskommt. Und ja, so, das war es auch schon von Tokyopop diesen Monat, wirklich sehr wenig. Ja, dann geht's weiter mit Egmont. Da kam auch ein Band raus, über den ich mich sehr gefreut habe. Und zwar Adekan, Band 10. Oh, ich liebe ja die Reihe. Zeige ich auch mal ein bisschen von näher. Das Artwork ist wirklich unglaublich schön. Und der Buchrücken ist diesmal rot, was ich nicht so cool fand, weil das war bei den anderen Bänden halt noch nie so. Also an sich ist der Buchrücken einfach immer, was halt dann auf dem Bild hier ist, weil das Bild geht halt immer hier so über den ganzen Manga drüber. Und aber hier haben die jetzt noch so rot drüber gepackt. Und das hier ist dann halt auch weiß jetzt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wegen dem Thema quasi. Weil es jetzt halt auf Ende zugeht, würde ich mal sagen. Ich zeige hier noch die Ausklappfarbseite. Wie immer wunderschön. Moment. Fokussieren. Ist nicht immer ganz fokussiert. So. Die ist wirklich so schön. Oh mein Gott. Ich liebe den Zeichenstil so sehr und ich finde es cool, dass auch immer hier
innen dann auch noch bedruckt ist. Da gibt es auch immer noch eine kleine Bonus-Story. Und ja, allgemein, ich denke, ich muss auch so ein bisschen erzählen, wirklich, was passiert ist. Also nicht so direkt, ich werde keine direkten Spoiler raushauen, aber so ein bisschen, sonst kann ich ja kaum was sagen. Und ich finde sowieso, ich habe auch schon öfter gehört, dass Leute die Parts trotzdem skippen, auch wenn ich nicht direkt spoiler, weil es ist ja logisch, wenn man den Manga noch gar nicht gelesen hat, dass man dann mit irgendwas zumindest ein kleines bisschen gespoilert wird. Und ich finde, es ist halt wirklich schwer, da so einen Cut zu machen, so das ist jetzt ein Spoiler und das nicht. Aber ich gehe halt immer davon aus, dass die Leute zumindest die letzten paar Bände oder so gelesen haben, so ein bisschen, dass ich was dazu sagen kann. Ja, also Shiro macht sich jetzt auf, zurück in seine Heimat quasi, also zu diesem Clan. Und ja, natürlich wird er dabei von den Polizisten verfolgt, weil, ja. Und deswegen erfährt man jetzt auch sehr viel mehr über den Clan. Also man ist ja dann auch direkt dort, nicht nur aus so Flashbacks und sowas oder von Anri, sondern halt direkt aus Shiros Sicht. Und ja, deswegen gibt es auch nicht wirklich solche direkten Short Stories wie sonst immer bei ADK. Also da gibt es ja immer so kurze Geschichten zu anderen Charakteren, die eigentlich überhaupt nichts mit den Hauptcharakteren zu tun haben oder sehr wenig und das dann halt vielleicht ein bisschen mit ihnen in Verbindung kommt, aber trotzdem noch hauptsächlich zu diesen anderen Charakteren auch gehört. Die ich ja auch immer total interessant finde. Also ich liebe diese Kurzgeschichten. Aber hier geht es halt jetzt wirklich mehr um Shiro und halt diesen Clan und so. Und ja, es gibt eine kurze Geschichte dann zu ein paar Leuten, die sie dann dort halt auch treffen, die dort auch wohnen und so. Aber es hängt ja trotzdem noch mehr mit den Hauptcharakteren dann auch zusammen. Und ja, darum geht es halt hauptsächlich. Dann, glaube ich, war auch noch ein bisschen was zu Anri auch noch. So ein Flashback wieder, wo man ein bisschen was aus seiner Vergangenheit noch mehr erfahren hat hier. Und generell, wie es dort halt so zugeht, was da auch damals so war, auch mit Shiro und ja, auch nochmal zu diesen vier Brüdern da so ein bisschen. Ja, auch nochmal hier so ein paar Short Stories zu denen. Und halt dann die üblichen Short Stories auch noch am Ende, diese Extra-Mangas, die ja dann auch hier auf den Innenseiten weitergehen. Und ja, wie immer, ein echt toller Band. Ich liebe ADK. Der Zeichenstil, alles einfach super. Und auch die Story, wunderbar. Ja, freue mich wie immer drauf. Und ja, der nächste wird dann halt jetzt wieder ein bisschen dauern. Aber bin schon sehr gespannt. Vor allen Dingen auch, wie lange die Reihe noch geht. Weil, wie gesagt, ich glaube, es geht schon auf jeden Fall Richtung Ende. Das merkt man ja auch schon. Und ja, dann ein Abschlussband, könnte man sagen. Kuroneko Nachtaktiv, Band 3. Halt der Abschluss von der kürzeren Reihe jetzt. Aber es geht ja immer noch um diese Charaktere. Also eigentlich ist Kuroneko, ich glaube, es hat 9 Bände oder sowas rum. Und abgesehen von 2 dreht sich ja alles um die Hauptcharaktere. Also um die beiden halt. Und daher ist es eigentlich schon so, als ob es so um die 6, 7 Bände oder sowas hat. Ja, wie die letzten Male auch schon erwähnt. Bitte, lass es das Ende davon sein. Ich mag Kuroneko echt gerne, aber manche Sachen sind einfach so, wenn man es immer weiter ausdehnt und versucht, noch irgendwas dazu zu machen, wird es irgendwann schlechter. Also es ist so, es kommt mir halt nicht mehr so toll vor, weil, wie soll ich sagen, es kommt so ein bisschen rüber, als ob man sich halt noch irgendwas aus dem Hut ziehen wollte, dass da noch was kommt. Aber ja, die Farbseiten, ich weiß nicht, ob ich alle zeigen kann. Hier so, ja, das kann man auch noch zeigen. Ist das fokussiert? Ja. Aber in der Mitte waren auch noch mal welche und ich glaube, die kann man nicht so ganz zeigen, die hier in der Mitte geht. Ja. Ja, es ist halt auch wirklich nicht viel passiert, weil im letzten Band schon hatte es einfach mit unnötigem Drama begonnen. Also generell diese letzte Reihe jetzt davon, ich weiß nicht, ob noch danach was kommt. Ich habe was gehört, aber ich hoffe es nicht. ja, also es ist wieder so ein unnötiges Drama gewesen wegen irgendwas da und dann sind sie ja doch wieder am Ende zusammengekommen. Wer hätte es gedacht? Ich meine, nicht so, dass mir der Band nicht gefallen hätte an sich. Ich lese es an sich trotzdem natürlich noch sehr gerne, aber ich finde halt genug ist genug. Ja, mir ist da halt auch wirklich nicht passiert. Die hatten sich erst gestritten und dann haben sie sich wieder vertragen und dann, ja. Ja, Boys Love halt, ne? Ja, und noch zu seinem Bruder, der kommt halt in den letzten Bänden jetzt halt auch häufiger vor. Und dem seinen Sohn und so. Und ja. So viel dazu. Dann eine neue Reihe. Ich wollte ja eigentlich keine neuen Reihen anfangen, aber da kam ich irgendwie nicht drum rum.
Und zwar Horimiya. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich diesen Monat rauskam oder letzten. Ich glaube aber wirklich, er kam noch diesen Monat raus, aber ich habe mich dann erst Mitte Monat entschieden, den doch noch nachzukaufen. Ja, ich glaube, so war das. Ja, jedenfalls hat der hier auch in der Erstauflage einen Schutzumschlag. Innen sehr pink, ist halt ein Poster. Ja, ich weiß nicht, ob man das hier so ganz sehen kann. Wahrscheinlich eher nicht. So kann man das so sehen. Ist das fokussiert? So ungefähr. Ja, ganz nett, aber werde ich jetzt nicht aufhängen. Ich werde es ohne Umschlag auch aufbewahren, weil ich mag das nicht. Der sieht dann immer im Regal so komisch aus, wenn der einzelne mit Umschlag hervorsticht. Und ja. Ich hoffe, man hört das nicht. Der Eismann fährt da vorbei und trudelt mit seinem Wagen da rum. Ja, jedenfalls das hier. Und ja, dann hier der Manga. Hat auch eine Farbseite. Und ja, ich habe halt so viel Gutes von diesem Manga gehört. Ich kann ja auch mal hier mal den Klappentext zeigen. Könnt ihr euch ja halt mal durchlesen. Und alle waren so, ah, der Manga ist voll gut und so. Und ich wollte keine neuen Reihen anfangen. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich dieses dringende Bedürfnis, mir diesen Manga zu kaufen. Irgendwann war ich so, ey, ich kaufe den jetzt einfach, was soll's. Es werden auch andere Reihen noch abgeschlossen die nächsten paar Monate. Da kann ich auch mal wieder was Neues anfangen. Ja, und ich mag den Manga wirklich sehr gerne nach dem ersten Band schon. Das Konzept hat mich ein bisschen an Switch Girl erinnert. Ist an sich jetzt nicht so wie Switch Girl, aber halt von der Story her schon recht ähnlich. Es geht halt um die beiden hier, die halt ja in der Schule oder ja vor den meisten Leuten halt anders sind, als sie eigentlich sind, so zu Hause oder so. Und ja, sie ist halt in der Schule relativ beliebt. Jetzt nicht so super mega beliebt, aber halt so, ja. Alle mögen sie ganz gerne und ja, zu Hause ist sie halt quasi die Hausfrau, weil sie halt den Haushalt quasi alleine schmeißen muss, weil ihre Mutter und ihr Vater auch, ich weiß nicht, hatte sie einen Vater doch schon? Ich glaube, der ist halt bisher noch nicht aufgetaucht. Die sind halt immer irgendwie arbeiten, haben was zu tun und sie kümmert sich fast alleine um ihren kleinen Bruder dann auch. Und ja, dann sieht sie halt sehr mauerblümchenhaft aus in solchen häuslichen Outfits oder so. Und er ist halt in der Schule ein, ja, eher Nerd, so zumindest nach dem Äußeren hin, obwohl er eigentlich gar nicht so schlau ist, aber sieht halt so aus und privat sieht er halt ganz anders aus, hat sehr, sehr viele Piercings und Tattoos und so. Und ja, die beiden erfahren dann von ihren jeweiligen, ja, Geheimnissen, könnte man sagen, und sind dann halt Freunde. Und es ist ein Romance-Manga, man kann sich schon denken, dass dann da vielleicht noch mehr draus wird. Und ja, soweit die Sache. Es ist dann halt hauptsächlich auch Comedy erstmal jetzt und es kommen dann halt immer wieder so ein paar lustige Situationen, wo jemand das herausfinden könnte oder so. Aber es ist nicht so ganz wie bei Switch Girl, wie soll ich sagen? Also ich finde es vom Thema her wirklich sehr ähnlich, aber es ist doch schon irgendwie anders. Und es ist jetzt auch nicht so das ultra krasseste Geheimnis, weil die halt schon auch manchmal draußen auch so rumlaufen und keine Ahnung. Also zumindest er hat sich ja auch nicht wirklich die Mühe gemacht, es vor ihr geheim zu halten, weil es ja dann gleich rausgekommen ist und so und auch bei einem anderen Klassenkollegen und ja, weiß nicht, aber so ist es halt im Groben die Geschichte. Ja, ich finde, ja, ich mag es einfach sehr gern. Ich mag die Charaktere und ja, es ist einfach ein cooler Manga. Ich bin froh, dass ich ihn angefangen habe und freue mich schon auf den nächsten Band. Yay! So, dann habe ich diesen Monat noch einen Haufen Gebraucht-Manga. Mal wieder. Hab ja auch ein Unpacking dazu gemacht. Und zwar sind das die. Hab einfach mal den ganzen Stapel hier drauf. Sieht man den letzten Band gar nicht mehr. Und zwar habe ich mir alles rund um Princess Princess geholt. Hat halt auch ein paar Nebenstories. Und ja, ist von Mikio Tsuda, die auch anderen bekannt sein dürfte als Taishi Zhao. Sie macht ja sehr viel auch mit Aiki Aiki zusammen. Und Aiki Aiki taucht auch immer in den Nachwörtern auf. So immer da. Die sind anscheinend wirklich sehr gute Freunde. Und ja, ich fand auch übrigens die Nachwörter immer sehr lustig. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach so der Reihenfolge nach an, wie sie in Japan auch rausgekommen sind. Bei uns in Deutschland ist Family Complex erst nach Princess Princess rausgekommen. Aber eigentlich ist es davor rausgekommen. Also fange ich, upsie, mal dem hier an. Die Farbseiten habe ich auch im Unpacking schon alle gezeigt. Deswegen, ja. Ja. Also The Day of Revolution, Band 1 und 2 damit abgeschlossen. Ich sage auch mal, wie es dann mit Princess Princess zusammenhängt. Und ja, an sich fand ich den ganz gut.
Aber ich hatte ein großes Problem damit. Und zwar, also die Story ist so, er hier, Kay, eines Tages ist ihm irgendwie schlecht, er kippt um, kommt ins Krankenhaus und es wird festgestellt, er ist eigentlich quasi ein Mädchen. Und zwar ist es so, dass, ich weiß nicht, die meisten Leute dürfen es im Biounterricht gelernt haben, es gibt diese Chromosomen, und XX ist halt für weibliche Chromosomen und dann XY männlich. Ja, und er hat halt XX-Chromosomen, aber einen männlichen Körper. Sowas kann wirklich passieren. Aber es ist an sich ja eigentlich nicht schlimm. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so ein paar gesundheitliche Sachen. Ich meine, er ist ja auch am Anfang umgekippt, aber auch der Arzt in dem Manga meinte dann so, die meisten Leute entscheiden sich dann einfach als Junge weiterzuleben, weil es ja, ne, eigentlich keinen Grund dafür gibt, was zu ändern. Aber weil das ein Manga ist, wurde er quasi mehr oder weniger auch von seiner Familie einfach dazu gezwungen, jetzt ein Mädchen zu sein. Und er selbst sah sich ja eigentlich auch gar nicht als Mädchen und wollte eigentlich auch gar nicht. Und das fand ich halt richtig dumm und unnötig und unlogisch. So richtig unlogisch. So, es gibt keinen Grund dafür, aber alle sind so, ha, jetzt, wir haben uns jetzt schon gedacht, dass du ein Mädchen wirst, weil dass man das nicht unbedingt was ändern muss, hat er erst irgendwie so ein bisschen später erfahren. Und dann meinen sie so, ja, jetzt haben wir auch schon Klamotten gekauft und so, du wirst jetzt ein Mädchen. Ich dachte mir so, sind die dumm? So, was soll das? Ich meine, klar, es ist Comedy oder so und dann, ja, aber das hat mich halt schon irgendwie gestört, weil ich das nicht richtig fand. Der Arme. Aus, ja, irgendwie hat er dann sich auch damit dann am Ende abgefunden und im zweiten Band war er auch irgendwie okay damit, glaube ich, aber ich fand das halt trotzdem komisch gemacht. Ich fand einfach, wie die Story begonnen hat, komisch. Ja, und nachdem er dann halt zum Mädchen wurde, hat sie dann auch einige Verehrer bekommen und zwar seine früheren Freunde und die wollten dann halt alle was von ihr. Was auch irgendwie dann so komisch war und sie wollte eigentlich gar keine Männer daten oder so und ja, sie hatte dann auch eine Freundin, die ihr irgendwie halt generell dabei geholfen hat, ein Mädchen zu werden. Und im zweiten Band kommt dann auch noch ein bisschen Romance dazu. Ja, ich meine, an sich fand ich es danach ganz okay. So, es war ganz lustig, wie die dann halt alle was von ihr wollten und so. Und die Story dann war ganz cool, aber ich fand halt einfach, wie die Story so begonnen hat. Jetzt kann ich die Farbseiten doch auch noch zeigen, wenn ich schneller bei bin. Also wie das so begonnen hat, fand ich einfach total unrealistisch und ich fand, mit dem Thema wurde nicht gut umgegangen. Aber naja, so viel dazu. Also, und der Zusammenhang mit Princess Princess ist, der Typ, der dann im zweiten Band auftaucht, ist ein Schüler an der Schule bei Princess Princess. Ja. So, also man hätte die Reihe jetzt nicht unbedingt gebraucht, um es zu verstehen, aber ich wollte halt dann gleich alles haben. Und ja, dann Family Complex. Und ich muss sagen, den hier fand ich fast schon am besten. Also ehrlich gesagt, fast schon besser als Princess Princess. Aber ich meine, so als Reihe fand ich Princess Princess schon dann doch besser. Aber ich mochte einfach die Figuren hier irgendwie mehr. Also der Hauptcharakter Akira ist dann ein Princess Princess, auch einer der Mitschüler. Halt ein Nebencharakter, aber ja, hat auch schon eine bisschen wichtigere Rolle. Und ja, es geht halt darum, dass er mit seiner Familie, wie soll ich sagen, also es ist nicht so, dass er nicht gut mit ihnen auskommt, aber alle aus seiner Familie sind unglaublich hübsch. Also seine Eltern sehen auch noch aus, als ob sie irgendwie noch so Jugendliche wären, aber sind sie schon in ihren 40ern und alle seine Geschwister sind total hübsch und die Nachbarn und alle sind so, ah, oh, die schöne Familie Sakamoto und so. Und er sieht halt relativ gewöhnlich aus und ja, dann sind halt viele auch so, ja, dieses einzig gewöhnliche Gesicht unter diesen schönen Leuten und so. Und er fühlt sich dann halt irgendwie minderwertig und ja, Family Complex halt. Und ja, da geht es dann halt darum und dann hat man auch noch ein paar Kurzgeschichten einzeln zu den einzelnen Familienmitgliedern. Und ich mochte halt alle aus der Familie total gerne und ich fand die Story interessant gemacht. Und ja, hat mir einfach rundum gut gefallen. Also, auch wer jetzt nicht an Princess Princess interessiert ist, dem kann ich den Einzelband an sich so ganz gerne ja, empfehlen. Ich fand den ganz cool. Es gab auch sehr viele Comedy-Sachen und ja, hat mir gut gefallen. So, dann zur eigentlichen Serie Princess Princess. Ich zeige jetzt erstmal einfach nur die Cover. Ja.
Also es geht halt darum, dass er hier neu an die Schule kommt und ja, dann halt kennenlernt, wie die Schule so ist. Und zwar ist es nämlich eine reine Jungenschule und dadurch, ja, es gibt dann halt keine Mädchen. Und wie soll ich sagen, die meisten Leute sind dann auch recht unmotiviert oder so. Und um die halt ein bisschen aufzuheitern oder so, gibt es dieses Prinzessinnensystem da, dass halt hübsche Jungs als Mädchen verkleidet werden und dann bei gewissen Attraktionen auftreten, also bei so Schülerveranstaltungen und sowas. Und ja, dafür wird er dann halt auch ausgewählt. Und es gibt noch zwei weitere Prinzessinnen, und zwar ihn und ihn hier. Und er ist Nebencharakter aus The Day of Revolution. Oder A Day of Revolution, ja. Und er ist halt aus Family Complex Akira. Er ist, ich glaube, in der Schülervertretung. Ja. Und ja, darum geht es dann halt, wie sie halt an diesen verschiedenen Festlichkeiten auftreten, der Alltag der Charaktere, die Beziehungen zwischen den Charakteren. Es ist kein Boys Love, es ist einfach nur so, ich weiß nicht, Comedy, Slice of Life oder so. Aber es gibt so ein paar kleine Boys Love-Andeutungen. Und es geht halt um Crossdressing, was ich ja ganz gerne mag, deswegen wollte ich es mir einfach mal angucken. Und ja, dann gibt es noch diesen Zusatzband hier. Das ist dann quasi so eine neue Generation, die dann halt auch zu Prinzessinnen werden. Und ja, den fand ich auch ganz nett. Also war eigentlich sowas wie eine Fortsetzung, einfach weil die anderen Charaktere auch noch drin vorkamen. Also an sich eine nette Reihe muss man jetzt nicht haben, aber hat mir ganz gut gefallen und ja, habe auch den Großteil der Reihe heute einfach noch gelesen, weil ich in letzter Zeit so, ich habe endlich mal wieder Harry Potter gelesen und dann war ich die ganze Zeit damit beschäftigt und habe die Reihe nicht gelesen, war so, ey, das Update, lese ich die endlich mal und ja, wie gesagt, hat mir ganz gut gefallen. So, dann Kaze, da hätten wir als erstes One Punch Man Band 5, habe ich auch zusammen mit dem Schuber gekauft. Dazu gibt es auch ein Unpacking, deswegen zeige ich den jetzt nicht näher. Und ja, also Band 5 hier. Ich finde auch diesmal wieder das Rückencover hier sehr cool, wie es so designt ist. Sehr nice. Ja, da ging es jetzt weiter mit diesem Angriff der Seeungeheuer oder was das waren, was ja im letzten Band da war. Und ja, da kämpfen dann halt jetzt verschiedene Helden gegen diese Ungeheuer, aber die scheitern halt alle. Und Saitama ist währenddessen irgendwo, ich weiß nicht, war im Supermarkt einkaufen oder so. Er kommt halt, es dauert ewig, bis er dorthin kommt. Und währenddessen rackern sich die anderen halt alle ab. Aber ich meine, das ist ja auch das Lustige an der Sache, sonst wäre der Kampf ja gleich vorbei. Unter anderem nämlich auch Mumen Rider, der Radler der Gerechtigkeit. Ich mag ihn sehr gerne. Ja, so viel ist dazu auch nicht zu sagen. Es gibt halt einige Kämpfe, auch Dings Sonic taucht auf und auch wer kämpft noch alles? Also auch Dings, wie kann ich seinen Namen vergessen? Genos. Gott. ja, und da bemerkt man eigentlich auch, Genos ist gar nicht so ultra stark. Also mich hat es auch immer ein bisschen gewundert, wie er es halt gleich S-Rang geschafft hat. Ich meine, A-Rang hätte ich verstanden und dass er sich dann halt so hocharbeitet oder so, aber dass sie ihm halt einfach gleich S-Rang gegeben haben, ohne so jeden jeglichen triftigen Grund. Ich habe es immer nicht ganz verstanden. Ich meine, ich mag Genos total gerne als Charakter, aber ich finde, so bei der Heldenvereinigung oder so ist er recht overhyped hier. So, warum? Aber gut. Gut, meinetwegen. Ja, wie gesagt, viel kann man dazu nicht sagen. Es gab einige Kämpfe und war alles auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, liebe Story. So, dann Übelblatt Band 15. Die Farbseite, man sieht viel, nicht wahr? Dachte mir so, was ist denn das für eine Farbseite? Da ist die hier ja schon schöner, aber gut. Ja, dazu kann ich auch wieder nicht sehr viel sagen. Ich muss sagen, für mich hat die Reihe sehr viel abgenommen. Es gibt irgendwie so gut wie nur noch Kämpfe, wo halt dann nicht viel geschrieben steht. Oder ich verstehe auch einige Sachen nicht, weil da einfach so viele Charaktere sind und es passiert so viel durcheinander und ich weiß nicht. Es ist so ein bisschen komisch. Es ist schwer, das zu erklären. Ich weiß ja, was so das Grundziel der Serie ist, dass halt Kainzel die Verräter abmurks, ja. aber es ist so, als ob man auf dem Weg dorthin irgendwie so nicht so wirklich was zu tun hat. Ich meine, hier und da schafft er es ja dann mal, jemanden zu erwischen. Aber
die Story dazwischen ist irgendwie so, ich weiß nicht. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Es tut mir leid, aber irgendwie ist die Serie für mich so ein bisschen geworden. So, ich weiß nicht. Der Anfang war wirklich sehr gut, aber ich bin nicht mehr so ganz, ja. Ich kann auch wirklich nicht da viel dazu sagen. Da sind noch ein paar Sachen passiert, aber ich kann es nicht so gut beschreiben. Es kam ein komisches Riesenbaby vor. Moment, wo war das? Dieses komische Viech. Da. Das war creepy. Ja, ansonsten ist Kainzel erst wieder ganz am Ende aufgetaucht und zwischendrin, ja, gab es halt noch so ein bisschen zu diesem Krieg, der da am Laufen war, noch so die Endsachen und ja. Naja. Dann Seraph of the End, Vampire Rain. Ja. Band 7. War doch Band 7, oder? Ja, da oben ist die 7. Ja, hier wieder ein schönes Poster. Und ja, ich kannte es ja wie immer schon vom Anime. Ja, es ging jetzt um die Vorbereitung auf den Kampf gegen die adligen Vampire, die sie jetzt ausschalten wollen. Und da haben sie sich halt auf den Weg hingemacht. Und dort gab es dann auch noch so ein bisschen, ja, Einweisungen von Guren und so. Und auch ein bisschen so ein Kampf zwischen Guren und der Gruppe, um sie halt quasi auch so zu testen und so. Und ja, danach ging es halt weiter zum ersten adligen Vampir, der dann aufgetaucht ist. Und da hat dann halt der Kampf begonnen. Und ja, mehr ist eigentlich nicht passiert. Es ist nicht so viel passiert. Ja. Also ich meine, ich mag es immer, es nochmal zu lesen, aber ich kenne es halt auch schon vom Anime. Und ja, zu Mika hat man auch noch ein bisschen was gesehen. Aber jetzt auch nicht so viel. So viel dazu. Ich bin halt auch schon wieder bei 26 Minuten und ich kann nicht länger als 33 aufnehmen. Dann bricht die Aufnahme ab. Ich hoffe, ich muss keinen zweiten Part machen, aber kann passieren. Ich will mich halt auch jetzt nicht hetzen. Ja, dann Küss ihn nicht mich, Band 7. Ja, diesmal kein Sticker. Es hört jetzt auf mit den Stickern, weil keine Hauptcharaktere mehr da sind. Ich hatte mich auch schon gefragt, ob dann immer noch welche kommen, aber anscheinend nicht mehr. Und ja. Da ist auch nicht so mega viel passiert. Es gibt eigentlich mehr oder weniger immer so Kurzgeschichten, wo halt was, ja, wo Kai halt mit den ganzen Leuten irgendwas unternimmt. Und dann gibt es halt manchmal, wie hier, so ein paar Szenen zwischen ein paar Leuten. Aber im Großen und Ganzen, am Ende ist es immer noch so, dass sie sich halt nicht für irgendeinen entschieden hat oder so. Ich kann mir zwar schon denken, mit wem sie dann am Ende zusammenkommt, aber gut. Ja, in dem Band ging es jetzt auch hauptsächlich darum, dass sie halt, es gibt einen Manga-Charakter, den Kai und Shima halt sehr, sehr gerne mögen. Und der basiert irgendwie auch auf einem historischen Charakter und der hatte Todestag. Und dann sind sie zu so einem Tempel und ja, dann sind da so einige Sachen passiert und so. Und war wieder recht unterhaltsam. Ich finde es aber schade, dass so ein bisschen diese Beuys-Love-Andeutungen nachgelassen haben, weil allein schon vom Titel der Reihe, finde ich, sollte da ein bisschen mehr kommen. Das ist ja auch eigentlich das, worum es ging irgendwie am Anfang, aber naja, gut, es ist Romance, ist okay. Ja, dann ein neuer Beuys-Love-Titel, der bei Kaze rauskam. Da läuft ja jetzt diese Catch-em-All-Serie, wo ja schon einer rauskam und jetzt gibt es hier ein Zimmer, Küche, Bett mit diesem Poster hier, da gibt es jetzt zu jedem ein Poster. Sieht man auch gleich nochmal besser, weil es ist die Farbseite von dem Band auch. Und ja, das ist nämlich auch von der Zeichnerin von Traudig, wo ja schon mal eine zweibändige Reihe bei Kaze rauskam. Und ja, der hat mir sehr gut gefallen. Es gab auch nochmal eine kleine Bonus-Story zu Traudig, und zwar Traudig endlich. Ja, und dann ging es halt hauptsächlich um ja, die beiden Charaktere hier, die sich halt von der Arbeit kennen und dann durch gewisse Umstände zusammenziehen und sich dann halt näher kommen. Es ist Boys Love, ne? Ja, dann noch diese Zusatzstory zu Traudig und dann noch eine andere Nebenstory mit anderen Charakteren und ja, hat mir sehr gut gefallen. Also freue mich auch schon auf die weiteren Bände, die dann rauskommen werden. So, ja, dann noch Carlsen. Und zwar, oh mein Gott. Wie lange haben wir darauf gewartet? Fesseln des Verrats, Band 12. Man glaubt es ja kaum, dass der noch rausgekommen ist. Ja, auch eine sehr schöne Farbseite. Das hat ja jetzt wirklich sehr, sehr lange gedauert. Es wurde auch im Nachwort erklärt, warum, weil die Mangaka halt krank wurde. Ich meine, kann man verstehen, dass es dann lange gedauert hat. Und ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr so viel über die Reihe. Ich habe es gelesen, ich habe es alles verstanden, weil es im Moment nur um einen Abschnitt geht. Also Yuki hat halt über seine Vergangenheit alles erfahren, also über sein früheres Leben. Und
Ja, daraufhin gab es dann noch einen Fall, wo halt einer in den Besitz eines Grimoire, eines Zauberbuchs gekommen ist, mit dem er halt Duras aufrufen kann. Und dadurch gab es dann einige Mordgeschichten. Und ja, dann den wollen sie natürlich aufhalten. Und darum ging es halt so hauptsächlich auch. Und ja, währenddessen halt noch so ein bisschen was zwischen den Charakteren. Und ja, ich liebe einfach das Cover. Luca ist so schön. Ja, aber ich habe gehört, es soll auch bald zu Ende sein. Vermutlich schon so, vielleicht mit dem nächsten Band schon, habe ich gehört, aber ich weiß es nicht sicher, also, ne? Ja, ich freue mich auf jeden Fall trotzdem dann, also auf die nächsten Bände. Ich finde es okay, wenn es dann bald abgeschlossen ist, weil es ja auch schon recht lange läuft, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was so das große Ziel der Reihe war. Da war so ein Hauptbösewicht, aber ich bin ehrlich gesagt nicht mehr sicher, was im Moment mit dem ist. Es ist schon lange her. Ich muss die Reihe unbedingt nochmal lesen, wenn ich dann die nächsten Bände habe. Ja. Dann Seven Deadly Sins Band 13. Ja, wie man eigentlich schon auf dem Cover sieht, ich finde das Cover also sagt schon so fast alles, wenn man hier auch so genauer hinschaut. Ja, es kam eine interessante Sache über Elisabeth raus und ja, das fand ich eigentlich auch ganz cool soweit. Damit wurde jetzt auch dieser Arc abgeschlossen um diese Dämonengeschichte hier mit Hendrickson, heißt der so? Bin mich mir ganz sicher. Allerdings fand ich es irgendwie komisch, wie das jetzt so auf einmal vorbei war. Ich war so, stimmt das jetzt? Ich traue der Sache irgendwie noch nicht so ganz. Ich bin so, sicher? Und auch er hier spielte diesmal so ein klein bisschen wichtige Rolle. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, was mit ihm da passiert ist. Das fand ich auch irgendwie merkwürdig. Aber gut. Und danach beginnt jetzt quasi so ein neuer Arc, wo es jetzt wohl hauptsächlich um Bahn gehen wird. Also er ist jetzt aufgebrochen zum Elfen, Feenwald meine ich. Nicht Elfenfeen. Feenwald und der Feenkönig begleitet ihn auch. Und ja, da geht es jetzt wohl um die ganze Story, was mich total freut, denn ich mag Barnes Hintergrundgeschichte total gerne und bin voll gespannt, was dann jetzt passiert und wie er auch dieses Problem löst, das er da quasi hat. Ja, also der Band war wieder sehr cool. Ich fand halt, wie gesagt, das Ende so ein bisschen komisch. Aber es gab halt viel Kampf am Anfang dann und ja, nice, nice. So, dann kam ein weiterer Spin-off zu Attack on Titan raus und ich glaube, das schaffe ich nicht mehr in diesem Part alles, aber egal, dann gibt es halt zwei Parts. Ich mag das zwar nicht, wenn da so ein kurzer Part dahinter ist, aber ich kann nichts dagegen tun. Ja, und zwar Attack on Titan Lost Girls und zwar gab es dazu ja schon eine Novel und ja, jetzt gab es das als Manga, was ich auch sehr cool fand, weil ich hatte halt nicht vor, mir die Novel zu holen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich so, wie soll ich sagen, den Band jetzt so mega, mega gut fand, aber ich bin trotzdem froh, dass es halt als Manga rausgekommen ist, dass ich die Story dann halt auch irgendwie habe. Es ist nicht so, dass ich generell was gegen Novel hätte, aber ich finde den Schreibstil in Novel meistens irgendwie so, naja, und meistens ist die Story halt eh nicht so. Es ist halt eine Nebenstory, ne? Naja, jedenfalls geht es jetzt hier im ersten Band um Annie, im zweiten wird es dann um Mikasa gehen und ja, man hat einfach so ein bisschen was aus dem Leben von Annie erfahren, jetzt so bei der Militärpolizei und auch ein bisschen in